Ja, hallo, ist der Frank hier aus Berlin-Neukölln und heute, ja, möchte ich ganz gerne mein Selbstgespräch Nummer 10 führen. Und wer mir jetzt aufmerksam gefolgt ist, also wird sehen, dass ich das Selbstgespräch Nummer 11 schon gedreht habe, aber das Selbstgespräch Nummer 10, da hatte ich mir Notizen gemacht und ja, habe das irgendwie komplett vergessen, aber ich möchte natürlich auch jetzt nicht meine eigene Reihenfolge verändern. Und von der Seite her gibt es jetzt also das Selbstgespräch Nummer 10. Gestern hatte mich ein Freund angesprochen und gesagt, Frank, welches dezentrale Netzwerk würdest du jetzt empfehlen? Weil ich möchte gerne dezentral sehen und wenn ich sehe, was also YouTube da mit uns macht und so weiter. Ja, ich will auf jeden Fall dezentral sein und ja, was würdest du empfehlen? Weil er war eben auch schon auf Steemit und ich habe ja auch ein Steemit-Video gedreht vor Jahren schon, ne? Also ja, und da folgen mir natürlich auch immer mehr irgendwie mehr Leute. Also ich habe dieses Steemit ja relativ gut gerankt und da habe da auf Steemit irgendwie 800 Follower. Ich mache aber nichts mehr auf Steemit, weil ich ja auch mehr so, ich sag mal so, dieser YouTube-Mensch bin und von der Seite her, ja, wollte ich jetzt in diesem Video mal ganz gerne so die Vor- und Nachteile und macht es überhaupt Sinn, auf Steemit zu gehen? Was könnte, also Steemit, sorry, was könnte Library blockieren? Weil ich habe ihm dann gesagt, ja, Steemit, da habe ich also diese Videos, da gab es ja das DDTube oder gibt es immer noch, aber die haben sich einfach nicht durchsetzen können, weil ihr das einfach nicht mit dieser Videoqualität hingekriegt hat, ne? Haben. Und von der Seite her, ja, ist das natürlich nicht so toll gewesen und hat sich meiner Meinung nach also auch nicht so durchgesetzt, weil ja, viele Leute sind dann eben auch weggegangen von Steemit und da ich ja jetzt eben so, sag ich mal, so ein Videomensch bin und sowieso also lieber mit Videos unterwegs bin, habe ich gesagt, ja, Library, logisch, ne? Also Library, das war für mich ja so ein super Start. Ich habe einfach ein Konto eröffnet, habe das mit meinem YouTube-Kanal verbunden. Dann haben die das alles, also all meine Videos, die öffentlich sind, nachgeladen. Und die sind jetzt eben alle auf Library verfügbar. So, und jetzt, ja, habe ich ihm natürlich auch versucht zu erklären. Library ist also auch da gibt es eben auch die Möglichkeit, Blogbeiträge zu schreiben, ganz normal. Also Library kann man Videos, Blogbeiträge schreiben, Bilder hochladen, Audios hochladen, also alles, was zum Beispiel jetzt auch SoundCloud und solche Plattformen können, ja, kannst du auch Library hochladen, kannst du Audios hochladen, ne? Und Bilder und. Dann kannst du richtige Blogbeiträge schreiben. Und von der Seite her, ja, habe ich mich natürlich jetzt also auf jeden Fall für Library entschieden. Und Library ist ja auch nur ein Protokoll. Das muss man hier also auch mal ganz klar sagen. Also Library weiß, aha, okay, da liegt das komprimierte Video von YouTube und kann darauf zugreifen. Und YouTube kann dann ja sagen, ja, nee, wir wollen das nicht auf unserer Plattform haben. Aber Library kann das nicht mehr sagen, weil das Protokoll einfach, ja, wie ein Bitcoin ist. Und da kann man nichts dran verändern. Also ich kann natürlich im Nachhinein meine Videos auf Library natürlich auch löschen, aber Library kann das eben nicht, ne? Weil das Protokoll lässt es einfach nicht zu. Und das Coole ist ja auch, dass dann diese Plattform Odyssee, die dann also auch von Library entwickelt wurde, auf Library, also quasi auf dieses Protokoll aufgesetzt wird. Und das Coole ist, also wir haben ein Bezahlsystem. Mittlerweile verdient man mehr Geld bei Library als bei YouTube. Das ist also schon ganz klar. Und das Coole ist, dass dieser Coin ja auch ja in den letzten Monaten so richtig schön stetig hochgegangen ist. Also ich hatte da irgendwie 100 € drauf und da habe ich heute mal geguckt, das sind jetzt schon 200. Also es hat sich also in den letzten Monaten ja eben mal verdoppelt und deshalb halte ich es natürlich auch für eine sensationelle Investitionsmöglichkeit. Ist doch vollkommen klar, weil immer mehr und mehr Menschen gehen auf Library und man kann wirklich zugucken, wie der Coin wächst. Und ja, Big Tech versucht natürlich immer dem
Jeremy Kaufmann, das ist der Geschäftsführer oder der CEO von Library. Das ist ein super liberaler Mensch, der hat genau verstanden, was wir brauchen heutzutage. Also wir brauchen auf keinen Fall irgendwie eine Plattform, wo Videos gelöscht werden. Und man kann aber auch, wenn man jetzt zum Beispiel sowas wie Odyssee, kann man natürlich auch sagen, also bestimmte Inhalte sind hier einfach nicht zugelassen, was ich also auch für ganz vernünftig halte, ne? Also ist ja nicht irgendwie so toll, wenn auf deiner Plattform da irgendwie Pornos laufen oder ja, Filme wie Menschen abgeschlachtet werden und, und. Ne? Also da hat man dann eben schon die Möglichkeit, aber Library an sich selber, da gibt es die Möglichkeit nicht. Also da kann jeder das hochladen, muss natürlich dann also auch, wenn ihr da jetzt Nacktvideos drauf sind oder so, dann muss das eben auch dementsprechend gekennzeichnet sein und solche Sachen. Aber grundsätzlich muss man sich ja schon also an die Gepflogenheiten der Menschheit halten, aber ich halte das ja eben also für absolut untragbar, so wie YouTube momentan unsere Videos löscht. Und was YouTube macht, dass sie einfach Inhalte, die nicht ja, konform mit denen laufen, die nicht, ich sag mal, sozialistisch sind oder so, die werden einfach dann gelöscht. Und das ist eben das Schöne an Library. Ich habe mir da hier so ein paar Stichpunkte gemacht und das Coole ist ja dieses Bezahlsystem. Du lädst ein Video hoch, dir kann einer einen Coin schenken, sensationell, ne? Also es ist hier auch kein Pump und Dump, ne? Und ja, das, was die Leute wirklich brauchen, ist einfach ein Langzeitprojekt, ne? Und deshalb würde ich also auch jetzt weiterhin, also ich sag mal, monatlich meinen Fuffi da reinpacken, einfach um auch die Plattform vielleicht ein wenig zu unterstützen und vor allen Dingen also mich also auch, ja, wenn der Coin so weiter hochgeht, wie er jetzt hochgeht, da ja, sehe ich das so wie den Bitcoin anfangs, weil irgendwie liegt der jetzt irgendwie bei 20 Cent mittlerweile und so ging das ja mit dem Bitcoin auch irgendwann los. Und ich sag mal, wenn diese Plattform dann so akzeptiert wird, wie zum Beispiel YouTube das heute ist, ja, dann kann der mal richtig hochgehen. Und das Coole ist ja auch, da braucht keine Werbung laufen, weil du kannst zum Beispiel deine Videos mit deinen Coins boosten. Du kannst also sagen, okay, dieses Video will ich haben, dann gibst du da einen bestimmten Boosting-Betrag ein und dann wird das Video öfter angezeigt als andere Videos und so. Und deshalb kann also auch hier bei Library dann diese ganze Werbung und diese ganze Nummer könnte also komplett wegfallen, ne? Und das finde ich sensationell cool. Also dieses ganze Bezahlsystem und wenn dann, es wird also momentan, gibt es noch keinen Livestream, aber unsere Sunday Talks, die werde ich dann also auf jeden Fall, es ist also geplant, also Odyssee ist da schwer am Entwickeln, dass auf Odyssee dann schon mal Livestreams laufen und in dem Moment, wo also Odyssee die Livestreams hat, dann werde ich meine Livestreams eben bei Odyssee machen. Ja, oder grob gesagt bei Library, ne? So, was kann denn noch passieren, ne? Also ja, Big Tech wird natürlich also permanent dagegen kämpfen. Die versuchen dem Jeremy also permanent irgendwie Knüppel zwischen die Beine zu werfen, aber irgendwie schafft er es dann doch immer wieder, ja, die Ursachen zu beheben. Und es kann ja auch, passiert also auch schon mal, dass Videos mal eine Zeit lang klemmen, dass zu bestimmten Zeiten, ich weiß nicht, wenn da viel los ist, also bei mir ist das manchmal morgens, wenn da viel los ist auf der Plattform, dann läuft schon mal ein Video nicht so gut. Und das sind natürlich alles so Dinge, weil du musst ja also auch so eine Komprimierungssoftware haben, weil du brauchst ja nicht, wenn du ein Video auf dem Handy guckst, brauchst du ja nicht die größte Auflösung. Und von der Seite her ist also diese Komprimierungssoftware also auch noch im Bau. Das heißt also, momentan nimmt er ja meine fertig komprimierten Videos von YouTube. Aber in Zukunft wollen die natürlich auch eine eigene Komprimierungssoftware haben. Das heißt also, dass man eben dann, wenn du jetzt auf dem großen Bildschirm guckst, dann kriegst du natürlich eine andere Auflösung, als wenn du jetzt auf dem Handy guckst. Logisch, ne? Dann kann man natürlich auch eine Menge Kapazitäten da einsparen. So, und ja, ich sehe eigentlich so, meine, was ja passiert ist, dass zum Beispiel, wenn das jetzt alles auf Amazon-Servern läuft, kann es natürlich passieren, dass irgendeiner dann mal einen Server abschaltet und dann muss der Jeremy wieder irgendwo einen anderen Server aufstellen oder da einen anderen Weg finden. Und ja, die Großen haben es ja schon gemacht. Also die haben hier eine ganze Social-Media-Plattform wie Parler oder Parler, wie so ausgesprochen wird, weiß ich nicht.
haben sie ja komplett gelöscht und ja, einfach mal irgendwie auch. Es kann ja auch passieren, dass die, zum Beispiel die App von Library im App Store gelöscht wird und und. Also es können tausend Dinge passieren, wo er aber auch in der Vergangenheit gezeigt hat, dass er also all diese Probleme immer voll in den Griff kriegt. Und das finde ich eben auch schön und das kann er auch, ne? Und das hat er also wirklich bewiesen. So, jetzt kann das einzige wirklich große Problem, was passieren könnte oder was Library behindern könnte, wäre, dass wenn Donald Trump jetzt ein eigenes Social Netzwerk aufbaut, was er ja auch machen will, was ich aber auch dann wieder nicht für so toll halte, weil warum soll man jetzt also ein eigenes Netzwerk haben, wenn man den Menschen irgendwas mitteilen soll? Also wir brauchen ein liberales Netzwerk, wo alle alles sagen können, ja, und wo alle Videos angehören und wo alle Videos geguckt werden können und wo nichts zensiert wird oder eben nur so zensiert wird, dass also politische Meinungen da ausgenommen sind. Das könnte durchaus möglich sein, dass ja, Donald Trump jetzt da irgendwie ein eigenes Social Netzwerk baut und dass dann das vielleicht, ja, es ist aber auch dann nur Konkurrenz, ja, und Konkurrenz belebt das Geschäft und ja, wenn er es schafft und wenn er es dann auch macht, dann wird es eben so sein und für mich hat also Konkurrenz immer das Geschäft belebt und von der Seite her sehe ich da jetzt also auch kein wahnsinniges Hindernis, also dass also der Plattform, weil bis du dann so weit bist, eine eigene Plattform aufgesetzt hast, dann sind schon wieder mehrere Jahre ins Land gezogen und so weiter, ne? Und ja, das Coole ist eben, dass dieses Bezahlsystem auf Library einfach sensationell ist und dass es einfach auch super, super durchdacht ist. Ja, und es ist natürlich auch ganz klar, dass du nicht jetzt dein ganzes Geld in LWC stecken sollst. Ist ja auch logisch, also ja, überhaupt in Kryptowährungen. Meine Freundin hat also heute gesagt, die kam heute wieder rein, also Kupfer, Lithium und Silber sind also, werden in der Kürze hochgehen. Silber wird überall gebraucht, Lithium braucht der Tesla Musk, ne? Und ja, Kupfer wird für Kabel und alles Mögliche gebraucht. Also natürlich, sollte jetzt eigentlich auch ein Scherz sein, wirst du nicht alles in Library packen, aber für mich wird es eben wirklich jetzt so sein, dass ich da vielleicht mal ja, monatlich einen Fuffi reinpacke und dann natürlich auch jetzt mal gleich mal auf die Plattform gehe und mal schaue, wo es also Kupfer in Form von Kryptowährungen gibt oder Lithium und vor allen Dingen auch Silber, ne? Also das wären also die drei Tipps von meiner Freundin heute. Kupfer, Lithium, Silber. Und ja, ganz wichtig, morgen gehen wir auf die Demo und sind also in Berlin unterwegs und freuen uns. Mal schauen, wer so alles kommt und was passiert. Also wir haben gemischte Gefühle gerade. Ich hatte gerade also mit meinen Freunden telefoniert, mit denen wir zusammen hingehen. Und die haben gesagt, ja, irgendwie haben wir gemischte Gefühle. Es kann wieder sein. Und ich trage eh keine Maske. Und von der Seite her kann es also auch gut sein, dass wir uns die Demo einfach sparen und uns einfach so privat treffen, vielleicht noch ein paar Wasservideos drehen und, ne? So. Aber in dem Sinne, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen, was haben wir denn heute, Freitag und sag mal bis denn, ciao, ciao.